Hallo ihr Lieben, ich begrüße euch hier zu einem neuen Film mit mir. Und zwar wollte ich gerne heute ein Likör machen, den kennt ihr alle, die einen Thermomix haben, und zwar den Toffifee-Likör. Ich mache den aber mit Wert das Echte. Dazu nehme ich 15 Bonbons von Wert das Echte, ein Ei, 200 Gramm Sahne, 200 Gramm von der Kondensmilch. Ich nehme jetzt 7,5%, das geht auch. Und natürlich 200 Gramm Wodka. Das sind nur so ein paar Zutaten. Und ich kriege heute Abend Besuch, möchte dann meine Leutchen mit einem tollen Likör überraschen. Und von daher fange ich jetzt an. Upsa. So, ganz einfach, 15 Bonbons rein. So, das wird dann wie Pulver gemahlen, ja, auf 7 Sekunden, soll man nicht meinen, aber es ist so, 7 Sekunden auf Stufe 9. Das war's schon. Ihr werdet sehen, das ist fertig. Ja. Ich hole meinen Teller dazu. So. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Das waren gerade die 15 Wert das Echte. So, die schiebe ich mal ein bisschen so nach unten. Ganz bisschen. Das geht ein. Das ist ein ganz schnelles Rezept. So, jetzt kommen 100 Gramm Zucker dazu. Einen Moment. Nur der Zucker reicht nämlich nicht, diese. So, sagte ich, Waage einstellen und 100 Gramm Zucker dazu. Nochmal. Ja, fehlt noch ganz bisschen. 15 Gramm noch. Na komm schon. Ja, jetzt haben wir es aber. So, und dann kommt die Kondensmilch. Die auch 200 Gramm einstellen, wieder auf Tara nicht vergessen. Hätte ich nämlich jetzt beinahe vergessen. Und das Ei schlagen wir rein. Wie gesagt, die ganzen Zutaten kommen rein. So. Alles drin. So sieht es jetzt aus. Alles drin. Und das stellen wir jetzt. Stopp. Jetzt zu schnell, und zwar erst die Minuten einstellen, ja klar, 5 Minuten auf 90 Grad und auf Stufe 3. So, das war's eigentlich schon. Jetzt nach den 5 Minuten kommt noch der Wodka rein und die Sahne. Und dann schütten wir das in einer schönen Flasche und dann ist unser Likör für heute Abend schon fertig. Ich muss nur noch abkühlen. Das war's. Gar nicht viel Arbeit. So, bis gleich. Wir stellen das jetzt einfach weiter auf 4 Minuten. 4 Minuten und gießen oben dann langsam die Sahne und den Wodka rein. Alles langsam eingießen. Das war's schon. Mein Likör ist fast fertig. So, Deckel drauf. Wir lassen das jetzt die 4 Minuten weiterlaufen und dann haben wir gleich unseren Likör fertig und probieren den auch. Auch wenn er warm ist. So, jetzt den Rest noch mit rein. So.
schauen wir mal. So, unser Likör ist fertig. Irgendwie ist der nicht so hoch gegangen wie sonst. Hab ich was vergessen? Einen Moment. Nein, alles gut. Ich habe mir das noch mal kurz durchgelesen. Alles okay. So, das ist jetzt mein Likör. Und dann, ja, schaut euch das mal an. So, es wird eine ganze Flasche, wird das auf jeden Fall werden. Also, als ich dies Jahr im April oder Mai war das, in Italien war, bei meinen Verwandten, da habe ich den Likör gemacht und die waren voll begeistert gewesen. Also ich glaube, ich habe das innerhalb von einer Woche, habe ich den dreimal gemacht, weil der so lecker geschmeckt hat und der innerhalb von, naja, 2 Tagen immer weg war. Dann tue ich auch noch mal was rein. So, das ist mein Wert, das echte Likör. Den lassen wir uns heute Abend gut schmecken. So. Dann werde ich den jetzt probieren. Aber ich mache mir den jetzt nicht voll. Tada! Es reicht, ich muss ja noch kochen. Oh, lecker. Oh, ich liebe diesen Likör. Also der schmeckt mir auch warm gut. Ist richtig, richtig, richtig lecker. Ja. Habt ihr gesehen, ist schnell gemacht. Also ich kann euch nur raten, ganz ehrlich, den wirklich nachzumachen. Entweder für euch, wenn ihr am Wochenende mal so einen Likör trinken wollt oder wenn ihr Besuch habt. Also wirklich ganz toll. Ja, dann kann er ja bis heute Abend noch abkühlen. Und wenn der abgekühlt ist, wird er auch noch ein bisschen fester. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.